Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Und so sieht's aus, wenn man von Leipzig, von der Kathedrale aus, ja, in Richtung der Zukunft, der Moderne schaut, nämlich in Richtung Ortsausgang, in Richtung der großartigen Städte Oelsnitz und Hoyerswerda. Aber hier wird bald auch die Zukunft ankommen. Der elektrische Strom ist schon da. Das ist ja immer die Grundlage von allem. Und demnächst wird hier gebaut werden. Und dafür wollen wir jetzt die Grundlage schaffen. Ja, dazu muss erstmal die Nacht wieder verschwinden, denn dann... Ja, nee, das kann ich eigentlich auch schon in der Nacht machen. Genau. Ich will die Quellgebäude hier zuordnen. Da hat man ja gesagt, dass das jetzt der wichtige nächste Punkt ist. So, wir machen mal Arbeit. Da lassen wir erstmal aus. Kies wird hier geholt. So, jetzt ist schon wieder Tag. Immer noch keine Straßen... Warte mal. Was? Da stimmt irgendwas nicht. Jetzt ist der Tunnel doch fertig. Die Straßenverbindung muss doch jetzt... Ach, wisst ihr was? Es lag gar nicht am Tunnel. Es lag tatsächlich an der Straßenverbindung. Wer hätte das gedacht? Ja, dann stellen wir die mal her. Nein. Nein. Also das ist doch wirklich... Ich hasse sowas, Leute. Das ist doch dämlich. Können wir irgendwie rumtricksen? Also warum kann man von hier nicht zur Straße kommen? Das ist doch wirklich doof. Wir tricksen mal. Wir versuchen zu tricksen. Wir ziehen die Straße mal rüber. Und ziehen die jetzt daran. Geht doch. Die macht dann so einen dämlichen Knick. So, mal gucken, wie es aussieht, wenn wir den Rest jetzt hier wegnehmen. Ja, kommt. Geht doch. Damit kann man leben. Okay. So, jetzt nochmal das Ganze. Das hätten wir jetzt also auch schon früher haben können. Schließen wir die Quellgebäude an. Also, Kies kommt hierher. So, Asphalt kommt hierher. Beton kommt dort her. Nein! Beton kommt dort her. Genau. Stahl kommt hierher. Ziegelsteine. Ja, es liegen wieder ein paar Ziegelsteine da. Großartig. Fertigbaupaneele sind auch hier hinten. Bretter haben wir hier. Und mechanische Komponenten sind hier und dort. So, dann ist das erstmal alles... erledigt. So, dann kann es ja schon langsam hier losgehen. Aber, ja, ich bin noch so ein bisschen am Überlegen. Es gab so ein paar kritische Stimmen, die gesagt haben, ist es zu verantworten, dass die Schule und der Kindergarten so nah hier an der Ölpumpe sind. Sind ganz schöne Moralisten, die hier unterwegs sind. Aber... man lässt sich ja dann doch irgendwie erweichen. Das Problem ist, ja, was, wo soll man sonst? Also es muss in der Nähe von der Bushaltestelle sein. Das ist der Punkt. Und da muss auch noch das Einkaufszentrum und so weiter hin. Die Alternative ist, wir könnten natürlich Häuser noch weiter abreißen. Naja, wir könnten zumindest Folgendes machen. Das ist ja erstmal eine Planung. Wir könnten den Kindergarten, wisst ihr was, diese beiden kleinen Häuser, die stören einfach. Die Leute müssen hier nochmal umziehen. Das geht einfach nicht. Der Fortschritt, sie müssen dem Fortschritt hier mal weichen. Das ist manchmal nötig. Ja. So, weg damit. Dorfhaus. Dorfhäuser wollen wir nicht mehr in der Stadt haben. Okay. So, das heißt, wir planen jetzt mal leicht um. Wir werden Schule und Kindergarten hier in Verlängerung jetzt dieser Straße, oder Quatsch, an dieser Straße werden wir die hinbauen. Ist das ein Gehweg hier? Ja, der kommt auch nochmal weg. Also das heißt, das Ding wird jetzt nochmal umgeplant, abgerissen. Kindergarten auch. Machen wir es jetzt nochmal ein bisschen anders. Ja, so ist das mit den Planungen. Aber Gott sei Dank war es ja eben nur eine Planung. Also Bildung, Schule kommt dann hier neben. Ich will aber da noch einen Platz frei halten, um dort eine Straße zwischenzuziehen. Deswegen machen wir nicht ganz so dicht dran. Nicht Autobahn, ganz wichtig. Und am besten auch ohne Weg, weil ich will selber bestimmen, wann das Bauamt dort loslegen soll. So machen wir das. Und der Kindergarten kommt dann direkt daneben. Wenn es dann geht. Das ist jetzt wieder diese... Oh, wartet, die nehmen wir auch nochmal weg. So lange. Dann können wir das, glaube ich, besser setzen.
Naja. Das ist echt lästig, weil diese blöde Straße da ist. Kann ich es jetzt nicht vernünftig bauen. Ich meine, wir könnten es so rumbauen, das würde auch gehen, aber es ändert eigentlich... Ja, es würde zumindest in Verlängerung der Schule besser stehen. Machen wir es mal so. Der Fußweg ist ja dann da, der ist relativ gut zu erreichen. Ja, machen wir es so. Okay, gut, dann setzen wir erstmal wieder die Lehmstraße hier ran. Okay. So, das ist aber jetzt nur Planung, weil jetzt geht es ums Einkaufszentrum. Ich denke, da hat jetzt niemand dagegen, Einkaufszentrum neben der Ölpumpe zu machen. Das wird ja wohl gehen. Sollen sie ja auch nicht so haben. Also wir nehmen ein kleines Einkaufszentrum und straßentechnisch werden wir das hier so anschließen, denke ich. Genau. Dann machen wir schöne Fußwege dazwischen. Das kann ruhig ein bisschen näher ran. Das passt. So, und das werde ich jetzt tatsächlich, das habe ich jetzt falsch gemacht, das will ich tatsächlich mit Rubel auch bauen, dass es sofort fertig ist, damit die Leute sich jetzt versorgen können. Okay, finanzieren wir mit Rubel und wir machen ein paar Wege. Hier soll einer durchgehen. Der soll dann im Prinzip hier rangehen. Das gefällt mir ganz gut. Ich denke, hier soll später auch noch eine Straße an. Da können wir dann vielleicht die Kneipe oder so mit einbeziehen. Ja, das passt mir ganz gut. Die können wir nämlich direkt auch schon planen. So, warte mal. Aber jetzt, wo jetzt die ersten Fußgänger kommen, werde ich hier erst einmal, bevor wir die Versorgung hier geklärt haben, Ressourcen auch mit Rubel bauen, damit die Leute uns jetzt hier nicht verhungern. Das hat jetzt erstmal Priorität. So, und Kneipe will ich allerdings nur planen. Wo haben wir die? Kino, Kneipe. Genau. Die machen wir in Verlängerung hier. Das wird dann hier so eine Straße. Das ist eigentlich ganz schön. Hoffentlich passt das dann wieder. Das wollen wir nicht mit Rubel bauen. Und hier, genau, hier kommt dann eine Straße runter, wo die Kneipe dann hoffentlich auch mit ran kann. Und die Straße kommt dann von hier so weg. Das gefällt mir. Okay. So, und dann bauen wir jetzt schon mal ein paar Gehwege, damit das Einkaufszentrum besser erreicht wird. Und die Häuser, die schließen wir dementsprechend auch an. Halt, warte mal, die finanzieren wir aber sofort, die Gehwege. Da machen wir jetzt kein Gehuddel. So. Gut, das ist, glaube ich, in Ordnung. Ich weiß gar nicht, müssen wir die ganze Stadt jetzt vernünftig mit Gehwegen versorgen? Kommen die Leute sonst nicht irgendwie vernünftig aus ihren Häusern raus? Ja, es kann manchmal was ausmachen, ne? Aber es ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt. Nee, damit will ich jetzt nicht meine Zeit verschwenden. Mache ich vielleicht mal nebenbei. So, okay, also wir haben jetzt erstmal ein funktionierendes Einkaufszentrum. Das ist schon mal wichtig. Verkäufer sind auch da. So, jetzt, was ist jetzt am wichtigsten, was wir jetzt hier bauen mit dem Konstruktionsbüro? Das ist ja das Entscheidende. Was ist jetzt das Wichtigste? Ich würde sagen, die Busplattform scheint mir wichtig zu sein. Und der Kindergarten, damit mehr Leute arbeiten können. Das sind so die wichtigsten Dinge jetzt erstmal. Das heißt, wir brauchen jetzt hier einen Straßenanschluss dafür. Und natürlich für die Busplattform. Und das geht schon wieder nicht. Ach, weil da drüben ein Fußgängerweg ist. Alles klar. Den müssen wir wieder erstmal kaputt machen. Jemand sagte, der... Ach so, weil der... Da, hahaha. Das ist auch eine interessante Info. Und zwar, auch wenn ich den Fuß... Ah, schaut mal, der Dot ist zwar noch da, aber ich kann ihn trotzdem anvisieren. Insofern ist das nicht so schlimm. Okay, gut. Und jetzt starten wir den Bau von dem Ding. Bauamt hat es jetzt gefunden, hervorragend. Man braucht es gar nicht zuweisen, es sucht sich dann doch selbst. Und hier Bauamt auch gefunden. Das heißt, die ersten Arbeiter kommen jetzt. Und was wichtig ist, die ersten Fahrzeuge fahren los und holen Zeug. Das ist doch hervorragend. Betonmischer, was jetzt alles so benötigt wird. Sehr, 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 sehr gut. Welche Fahrzeuge sind komplett draußen? Weil ich bin am überlegen, ob wir noch ein bisschen mehr kaufen. Wir gucken mal, wo es irgendwie möglicherweise Mangel gibt. Und erstmals wird jetzt auch der Tunnel befahren. Da wächst leider noch ein bisschen Gras über der Straße. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler. Da haben sie gefuscht, die Genossen.
So, und das ist natürlich jetzt das große Problem an dieser Aktion, dass wir jetzt alle Ressourcen von Ölsnitz ranholen müssen. Aber ja, die Alternative ist, dass wir so Basissachen hier auch selbst produzieren. Aber eigentlich will ich Leipzig ja überschaubar halten. Ne? Das ist jetzt nicht unendlich viel, was wir hier bauen wollen. Ich denke, das ist okay soweit. Das dauert dadurch ein bisschen länger, aber ist okay. Insofern aber wäre es vielleicht doch ganz gut, noch mehr von den knappen Sachen hier nochmal anzukaufen. Wir haben noch 3 Slots, lasst uns die voll knallen. Warum denn eigentlich nicht? Ich würde sagen, Kipper sind immer gern gesehen. Holen wir uns noch einen Kipper, wir holen uns noch einen Betonmischer ran. Und wir holen uns noch einen offenen LKW. Nehmen wir den zur Abwechslung. Obwohl, die stehen ja hier alle rum, sind unbenutzt. Okay, das war vielleicht ein bisschen dämlich. Und Kipper und Betonmischer fahren auch nicht los. Scheint gar nicht so nötig zu sein. Egal, irgendwann wird es schon noch gebraucht werden. Gut, das heißt, die ersten beiden Baustellen sind hier in Arbeit. Okay, jetzt können wir uns schon mal... Nee, wisst ihr was? Das Wichtigste jetzt neben dieser Geschichte ist eine vernünftige Asphaltstraße hier runter. Das ist auf jeden Fall noch wichtig. Das heißt, wir bauen jetzt eine zweite Umgehungsstraße. Oder eine Umgehungsstraße, was heißt eine zweite? Wir ziehen die erstmal hier so lang. Ist echt zu steil hier oder was ist das Problem? Nee, ist es eigentlich nicht. Und dann hier ran. Jetzt wird es Nacht und wir kriegen auch die Umgehungsstraße nicht vernünftig hin. Ich mache mal schneller. Ihr seht nichts. Ich baue hier was zurück. So geht's. Und wir gehen jetzt hier unten ran. Und dann warte ich noch mal ein bisschen die Nacht ab. Bin mal gespannt, wann die ersten Fahrzeuge zurückkehren mit ihrer Ladung. Noch ist nichts in Sicht. Da kommen sie möglicherweise. Ne, die biegen da alle ab. Ah, hier werden die Gleise weitergebaut. Deswegen ist jetzt hier erstmal Stau. Und letzte Chance zum Kauf von diesem Fahrzeug benötigen wir aber jetzt nicht. Okay, Leute, das dauert echt, echt lange. Ehe die jetzt da sind. Es gibt noch eine Sache, genau, die habe ich hier gesehen. Wir können hier nochmal einen Weg asphaltieren, so als kleine Abkürzung zu dem Kies- und Asphaltbereich. Ist halt auch am anderen Ende der Stadt, das ist auch nochmal besonders ungünstig. Egal. Wir haben hier genug zu tun im Moment. So, jetzt geht es darum, erstmal die Asphaltstraße hier zu Ende zu bauen. Ich pausiere mal. Okay, und eigentlich kann das bis da gleich gemacht werden. So, was ich mich im Übrigen frage, und ich bleib mal in der Pause, ob dieses Baubüro jetzt eigentlich das da hinten mit hat? Nee, nur bis dort würde sie machen. Ich gehe mal runter auf 2000 Meter. Das genügt völlig. Nicht, dass sie mir dort auch noch anfangen rumzufuschen. Das will ich nämlich eigentlich nicht im Moment. Denn es gibt in Ölsnitz noch genug zu bauen. So. Okay, machen wir weiter. Was machen wir denn hier auch mit den 2000? Gut. Jetzt glaube ich... Boah, hier mega Stau. Will der geradeaus? Der will Leipzig Kindergarten. Und kommt jetzt nicht weiter, weil der seine Gleise baut. Na, großartig. Warum muss denn das da schon zugehen? Ich meinte, hallo, der ist doch noch meilenweit entfernt. Oh mein Gott. Schön diese Überholmanöver. Jetzt direkt vor dem Stau und boah, da bleibt er quasi unter dem LKW stehen. Ist auch skurril. Ist der langsam mal leer? Der soll mal zurückfahren. Jetzt fährt er zurück. Ich glaube, jetzt löst sich das Ganze gleich auf. Aber trotzdem eindrucksvoll. Wir hatten da, ach, das ist der eine Käfer, den wir erlaubt hatten, ne? Kann jetzt mal die Schranke aufgehen. Da kommt schon der nächste da wieder an. Ja, jetzt geht's weiter, Leute. Die Überholmanöver sind schon ein bisschen skurril.
Hervorragend. Ist das der Bus? Ah, Waldfrieden, alles klar. Gut, jetzt kommt da also das erste Baumaterial an. Und während hier alles soweit irgendwie... Oh, warte mal, ich sehe gerade hier, ist einiges fertig geworden. Oh, es gibt hier einiges, um das wir uns jetzt kümmern müssen. Wow, also hier gehen die Baumaßnahmen aber jetzt relativ schnell. Gut, dann bleiben wir mal jetzt einen Augenblick hier. Und als erstes werde ich hier jetzt das neue... genau, wie nennen wir das? Wie haben wir das genannt? Verteilungszentrum. Ja, das nennen wir folgendermaßen. Verteilungszentrum Eisenbahn Bauamt. So, dann wissen wir Bescheid. Und jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen, was brauchen wir denn hier alles? Wir brauchen für Kies brauchen wir Kippe. Wir brauchen für Stahl einen offenen LKW. Wir brauchen für Platten, glaube ich, auch einen offenen, ne? Genau, das ist okay. Für Bretter und Ziegel auch. Insofern, na, Kies ist aber hier so ein bisschen das Problem. Und das ist ein geschlossener, den brauchen wir definitiv auch. Und wir brauchen für Treibstoff einen Öltank. Sag mal, waren schon immer so viele hier zur Verfügung? Wie ist denn der W50 mit Anhänger? 70, 80, aber halt, ja, ist halt 10 km/h schneller, aber die Zisterne ist ungeschlagen eigentlich. Nehmen wir die Zisterne weiterhin. So, und jetzt ist die Frage, was ist die größte Mangelware? Vermutlich Kies. Deswegen nehmen wir hier noch einen Kipper mit rein. Okay. Gut, und jetzt... Puh, jetzt müssen wir das Ganze nochmal einstellen, vernünftig. Und vor allem hier dann rausnehmen, damit da ein bisschen Luft ist. Also... Okay, New Connection. Wir holen uns Kies von hier. Und entladen ist hier. Das ist jetzt das Neue. Das ist ja das Großartige. So, Kies. Und zwar... Ne, fahrt mal los. Schon wenn das 30% leer ist oder so, kann dann gleich losgehen. Gut, dann nächstes. Stahl. Hier. Entladen hier. Das lassen wir so. Das können wir im Prinzip jetzt für die anderen Sachen alle lassen. Hm, wobei Stahl, das können wir eigentlich hier definieren. Okay, dann brauchen wir Ziegel und Bretter. Okay, und wir brauchen elektronische Komponenten. Die kriegen wir hierher. Wobei, die sind erst später nötig, falls wir elektrifizierte Gleise machen wollen. So, was ist jetzt das hier nochmal? Das ist das, was wir brauchen. Und wir brauchen Treibstoff. Und den kriegen wir hier, glaube ich, her. So. Okay. Und damit wäre das hoffentlich richtig eingestellt. Schauen wir mal. So, und das heißt, hier werden wir das jetzt neu definieren. Hier werden wir vor allem... Na, warte mal, wo ist denn das Eisenbahnbauamt? Das werden wir jetzt rausnehmen. Das entlastet dann jetzt erstmal die ganze Anlieferung, bis das dann irgendwann von hier aus laufen wird. Okay, gut soweit. Das ist das Erste, was wir geklärt haben. Okay, die beiden neuen Gebäude sind jetzt in Funktion. So, dann die Schule. Wir gucken mal kurz, wie läuft sie. Ja, wir haben zu wenig Lehrer. Das könnte noch ein Problem werden hier, dass wir hier nochmal studierte Leute nachziehen müssen. Wir haben hier 243.
Hier 5 von 10 Lehrern. Wie sieht es im Krankenhaus aus? 11 von 20. Das reicht völlig. Schaut mal, wir haben deutlich... Wir haben sehr, sehr wenig Patienten eigentlich. Wisst ihr was? Wir... Nee, ich kann hier gar nicht mit den Ärzten runtergehen. Das wäre cool, wenn man das noch definieren könnte. Kann man aber leider nicht. Hier 8 von 25 Professoren könnte auch besser sein. 10. Ja, ist nochmal ein Thema. Ist nochmal ein Thema. So, hier wird auch gebaut, aber ist noch nicht fertig. Wie sieht es hier aus? Das ist inzwischen... Warte mal, diesen Popel, wisst ihr was? Das finanziere ich jetzt mit Rubel, da habe ich jetzt keine Lust. Dass wir jetzt jedes Einzelteil hier machen müssen. Hier sind Ziegelmangelware. Okay, er fährt definitiv jetzt mit 60%, aber mit den Ziegeln, das klappt noch nicht gut. Wir müssen das nochmal verändern. Wir reduzieren das nochmal weiter. Bis es sich nicht irgendwie erholt hat, machen wir es mal auf 40%. Das gefällt mir im Moment noch ganz und gar nicht, wie das hier läuft. So, hier ist wieder Megastau. Okay. Und dann schauen wir mal, was sich jetzt hier schon getan hat. Immerhin, die Leute laufen jetzt sehr, sehr eifrig hier rein in die Baustellen. Das ist gut. Wisst ihr was? Wir als nächstes planen müssen, wir bräuchten noch eine zweite Bushaltestelle meines Erachtens, wo Leute einsteigen können, die jetzt von hier möglicherweise nicht dorthin laufen können. Ja, genau. Die müssen ja auch versorgt werden. Das ist jetzt auch nochmal wichtig. Das ist das nächste eigentlich, was wichtig ist. Also gucken wir mal. Ist die Frage, nehmen wir da eine kleine oder auch eine große Plattform? Eigentlich reicht da eine kleine Bushaltestelle. Ja, aber irgendwie sieht das große Ding... Kleine Busplattform. Die hatten wir noch gar nicht verbaut, ne? Wir haben immer die normale verbaut. Kann ich mich entsinnen. Dann platzieren wir die mal hier. Nicht automatisch, das kriegen wir auch selber hin. Okay. Ja, Bauamt wird hoffentlich, müsste eigentlich gleich zugeordnet werden. Und das kann nämlich dann auch als nächstes losgehen. Das ist mir auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass jetzt die Leute dann da fahren können. Und was mir einfällt, wir bräuchten eigentlich dann hier auch noch so ein Fahrzeugdepot. Weil wir könnten auch Fahrzeuge aus Uelsnitz hier rüberbringen. Warum wird dort kein Bauamt zugeordnet? Ich gucke mal, ob es manuell geht. Aha, wir haben wieder die Straßenverbindung vergessen. Obwohl hier ist... Ah, wartet mal. Ach so, weil die noch nicht gebaut ist. Dann erst ordnet er das zu. Ja, okay. Stimmt. So war es ja. Beziehungsweise, es wäre eigentlich besser, genau, dass ich das ohne Straßenverbindung mache, dass wir die Straßenverbindung zerstören und dass wir erst einmal eine Lehmstraße bauen. Das ist jetzt für den Fortgang der Dinge hier besser. Jetzt müsste aber das Bauen kommen. Ansonsten kann ich es zumindest jetzt zuweisen. Das war falsch. Hier wollte ich hin. Das geht jetzt. Okay, die dritte Baustelle, die jetzt hier läuft. Und immerhin, hier sind die Käufer. Ah ja, wisst ihr was? Stimmt. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Aber das geht erst. Das können wir erst machen, wenn dieses Logistikzentrum fertig gebaut ist. Weil dann kann ich das nämlich umwidmen. Dann wird nämlich das HO-Verteilungszentrum für Leipzig. Das wird von hier aus quasi bespielt. Gut. Okay. Da haben wir auch wieder Wichtiges geschafft. Leipzig ist jetzt Teil unserer Volksrepublik offiziell. Und hier gibt es auf jeden Fall einiges zu tun, zu planen, zu überlegen. Wir stehen ja hier noch ganz am Anfang. Es wird noch Universitätsstadt werden, das ist noch ein großes Projekt. Aber es gibt noch viele, viele andere kleine Kleinigkeiten, die wir überlegen müssen. Pipelines müssen gebaut werden und so weiter und so fort. Also, es ist einiges zu tun. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinball.